Folge 7. Folge 6 hat mich triumphieren sehen. Und mal gucken, was wir in dieser Folge so hinbekommen. Jetzt versuche ich wieder das Durchrennen, weil mir es einfach zu blöd ist. Jetzt guck, jetzt funktioniert es wieder perfekt. Ach Leute, wenn ich nur wüsste, woran das liegt. So. Und jetzt renne ich auch hier einfach durch und es ist wie wenn ein Schalter umgelegt wäre. Dann kommt mal hier, Babys. Baby Nummer 1. Baby Nummer 2. Jetzt kommt da irgendwo hinten Baby Nummer 3. Na gut, wenn ich zurück muss. Ach komm, dann machen wir einen, sorgfältigen Durchgang. Dummerweise steht jetzt noch dieser Typ da und von rechts kommt gleich er noch angeschlappt. Hm. Machen wir uns ein bisschen Platz. Genau, und jetzt komm mal her. Komm her, hier bin ich. Ja, keine Angst. Ich glaube, der fürchtet mich. Juhu. Der fürchtet mich wirklich, okay. Ach, wisst ihr was, das kann man auch anders lösen. Können die nämlich alle jetzt hier... Ah, guck mal, da ist er ja. Halt, das wollte ich machen. Und jetzt lernen wir. Genau. Das war jetzt nicht... die Physik einfällt. Das war jetzt nicht ganz so optimal, aber immerhin. So. Ja, so. So ist es, wie ich es haben will. Jetzt ist immer noch er hier. Da, aber nicht mehr lange. Und jetzt haben wir hier nur noch einen. Was war das für ein Geräusch? Ach, ihn habe ich vergessen. Ja, sorry, ich bin jetzt gerade nach den letzten Erfahrungen, möchte ich es my way machen. Auch wenn euch das wahrscheinlich super öde vorkommt. Aber ich... Also das letzte Folge... war echt nicht gut für meine Nerven, so im Nachhinein betrachtet. Das hätte so leicht schief gehen können. Gut, ich hatte den Dings besiegt. Aber es hätte halt auch... Ja, ja, das ist total einfach. Ich bin da im völlig falschen Modus gewesen einfach. Das ist total easy mit den Typen. Na, der ist ein bisschen beweglicher. Aber darum trifft man ihn ja auch besser, wenn man den trifft. So, einfach drumherum gehen. So, jetzt habe ich nämlich nichts im Rücken. Und jetzt kümmere ich mich mal um diesen Drachen. Ich weiß nicht genau, ob man da einfach unten durchlaufen kann. Ich möchte endlich diese Abkürzung freischalten. Und wenn ich mich recht entsinne, kann mir da nichts passieren. Ach, die beiden sind da ja noch. Ja, egal. Die kommen, glaube ich, nicht runter. Oder kommen die runter? Sind die wahnsinnig? Oh, die können ja weit schießen. Aber ich glaube, jetzt bin ich außerhalb ihrer Reichweite. Gut. Jetzt hört man schon den Drachen. Man könnte ihn natürlich von hier auch sehen. Aber ich glaube, dass der oberhalb von mir saß beim allerersten Mal. Wer hat ja nie wieder was gemacht? Es ist schon fies. Wie will man denn das bitte vorhersehen? Gut, jetzt haben wir hier diese ganzen Lumpen. Und ich weiß jetzt, was ich machen muss. Der Drache scheint nichts zu machen. Also, was habe ich gelernt? Einfach das hier. Und prompt ist es easy as cake. Naja, was jetzt... Okay, das dazu. Ach! Okay, da haben wir mal nicht aufgepasst, Leute. So. Das ist die typische Dark Souls'sche falsche Überheblichkeit. Bleib bei ihm dran. Geh außen rum. Auf Dauer auch ein bisschen langweilig, oder? So. Ah, was mache ich denn? Jetzt mache ich den. Ah, ich bin so blöd. Also,
da fehlt noch so viel bei mir an handwerklichem Können. Genau, hier ist nichts, die kommen nicht. Und jetzt kann ich nicht stehen. Irgendwie war hier noch was. Ich weiß aber nicht ganz genau. Klingt so, als wäre er wütend da oben. Irgendwas passiert doch da oben. Was machen die denn? Ja, ja, und hier kann man auf den Schwanz schießen. Das muss ich doch nochmal nach dem Rechten sehen, wenn ich da nämlich mein wahrscheinlich stundenlanges... Ist hier irgendwas? Ui. Da ist die Abkürzung, von der ich die ganze Zeit rede. So. Das wäre geschafft. Jetzt kann ich jederzeit zum Bonfire zurück. Sehr gut. Und ich dachte, ich müsste am Drachen vorbei. Umso besser. Okay, jetzt war hier. Der macht zwar viel Krach da oben, aber ich, zumindest kommt niemand mir nach. Darum geht es mir eigentlich. Jetzt muss ich, glaube ich, da relativ weit ran. Es kann aber auch sein, dass hier irgendwo einer steht noch. Ja, genau. Noch einer. Noch einer irgendwo? Nee, nur du. Na komm. Na komm. Boah, das sieht super aus mit dem Schatten. Na komm. Den müsste ich doch eigentlich runter schubsen können. Noch einmal. Ja, sehr gut. So, und jetzt müsste ich gehen. Relativ problemlos. Ah, Mist. Der schaltet nicht auf. Das geht wohl nur mit dem Bogen, dass man richtig zielen kann. Das ist natürlich jetzt doof, aber ich kann ja mal, ich kann ja versuchen, warte mal, ich nehme den mal. Boah, wo schieße ich denn jetzt hin? Ach du Heilige, wie soll denn das klappen, mein Trick? Na, das ist völlig ausgeschlossen, da irgendwas zu reißen. Da brauche ich wohl einen Bogen. Schade. Das ist ja blöd. Aber das ist doch jetzt auch spielmechanisch so ein bisschen dumm, oder? Ich meine, ich kann doch mit der Armbrust auch zielen. Oh, das war ungefähr in die richtige Richtung. Ein bisschen runter. Ich habe ja viele Pfeile. Noch ein bisschen runter. Ja, so kann ich ihn treffen. Noch ein bisschen nach rechts. Yes. Oh. Ich wusste nicht, dass der dann hier... Ach, und das muss man immer wieder machen? Na, danke schön. Dafür habe ich... Nee, nicht mit diesem immer wieder... Nee, das macht nur Sinn mit dem Bogen. Ach ja, okay. Also hatte ich wohl schon mal einen Bogen an dieser Stelle. Aber da geht's weiter, seht ihr? Da muss man nicht wirklich... Da ist eine Ratte. Da muss man nicht wirklich durch den Drachen durch, sondern man kann hier auch einfach hier rein. Genau. Und die hier? Okay. Da habe ich gerade ein Problem, weil ich einfach nicht gut schlagen konnte. Sonst, ah, Vergiftung, wie toll. Ich glaube, das war's dann für diesen Durchgang. Jetzt lasst mich mal schnell zurück, solange ich noch kann, dass ich die Seelen wieder kriege. Weil Vergiftungen sind in Dark Souls oft tödlich. So. Ich habe jetzt die Abkürzung alles easy. Wo waren die Abkürzungen hier? Soll ich jetzt warten, bis ich sterbe? Ah, hier sieht man die Giftdauer. Ganz ehrlich, das ist doch einfacher. Wenn ich... Ja. Ich bin nach dem Rasten, glaube ich, auch geheilt, oder? Wo kriege ich einen Bogen her? Ich weiß es doch. Ich habe da eine Waffe bekommen. Das muss man 100 Mal wiederholen. Und... Naja, gucken wir mal.
Ja, jetzt ist er weg. So, dann. Oh, ich kann schon nicht aufsteigen mit 1000 Dingens, aber dann habe ich doch bestimmt. Habe ich eine kleine Seele. Ja, sogar mehrere. Aber eine reicht. Wie gesagt, die immer spärlich einsetzt, ist meine Devise. Und jetzt einmal aufsteigen. Was könnte ich denn gebrauchen? Ich habe gerade keine Ahnung. Resistenz, Vergiftung ist das, oder? Moment. Also ich schätze, das ist resistent. Dann sollte ich die steigern. So. Achso, nee, da ging es nicht hoch, sondern die Leiter. Also es ist lange ohne neues Bonfire, aber da die Abkürzung ist sehr geschickt. So. Wo kriege ich einen Bogen her? Das ist alles, was mich interessiert, Leute. Nichts hätte ich so gern wie einen Bogen. So. Dann kommt jetzt wiederum hier gleich der erste. Ne, der erste steht hier ums Eck, da komme ich besser von hier. Geht es eigentlich da auch irgendwo hin? Ne, da ist extra hier zu. Ja, das ist echt Piece of Cake gegen die Burschen. Man muss nur sie irgendwie auch mal umbringen. So, und bei dir genauso. Komm her. Ah, das machen wir wieder anders. Na, so machen wir es aber nicht. Hä? Bleibst du hier? So, und jetzt. Achtung. Ja, das hat endlich mal wieder geklappt. So. Bäh, das finde ich immer besonders schön. So, und diese Ratten, was machen diese Ratten? Ich möchte nicht schon wieder vergiftet werden. Nicht beißen lassen, nun einzeln am besten. Die kommt von rechts. Und jetzt kommt die, auch egal. Okay. Und die dritte kommt hier von irgendwann, genau. Ja, jetzt habe ich sie nicht erwischt und sie hat mich getroffen und prompt bin ich wieder vergiftet. Nee, irgendwas anderes war das. Was immer es war, es ist weg. Die Physik Engine ist wirklich ein Wunder in itself. So, und jetzt hat mich jegliche Erinnerung verlassen, wie es hier weiterging, was mich da erwartet. Hm. Na, jedenfalls gehen wir jetzt hier mal hoch. Sind wir ja irgendwie ganz in der Nähe vom Drachen. Bezirk der Untoten. Also, ah, schaut mal hier. Da geht's auch irgendwo hin. Ja. Noch ein bisschen weiter zurücklaufen. Ich hätte, glaube ich, steppen können. Das sollte quasi gegen die mein... Oh, da kann ich mich dran erinnern. So eine super Eberratte. Ja, 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 ja. Was machte man gegen die? Da musste man zur Seite weg, weil man sonst von der einfach umgerannt wird. Ja, ja, ja. Oh, hier war ich längere Zeit, glaube ich. Dann gehen wir mal hier hoch. Ich habe das, glaube ich, länger gespielt, als ich dachte. Oh boy, wie viel habe ich jetzt? 7 Folgen? Ah... Eher auch schon wieder 35 Minuten im Schnitt, ja. An die 4 Stunden. Oh, 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 oh. Gut, der kommt jetzt hinterher, gell. Ach Gott. Lasst mich. Ja, der kommt. Ja, dann lass mich wenigstens bei den Ratten sterben, die schaffe ich. Ach, falsches Dings.
Okay. Nach, auch falsches Dings. Oh, der hat aber Kraft. Super. Okay, da gehen wir nicht so schnell wieder hoch. Ach ja, die sind auch zu schlagen. Ich habe es ja in Dark Souls 3 immer wieder geschafft, aber die sind schon schwer. Habe ich das hier schon beachtet? Ich bin so... Hä? Ja, das ist... Ach, ich bin manchmal so... Wie soll ich das formulieren? So blind? So un... Aber das sehe ich halt weiter aus meinem Blickwinkel. Oh, eine neue Leiter. Wie wahrscheinlich ist das? Und nach einigen Sekunden sehe ich eine, nicht so wahrscheinlich. Kann ich eigentlich, bevor ich mich jetzt hier drauf versteife, da oben noch irgendwas machen? Außer getötet zu werden? Ich glaube nicht, dass... Ich glaube, ich kann ihn jetzt schon da auch zum Spucken bringen und vielleicht ein bisschen Seelen farmen, wenn ich stelle. Ja, ja. Wenn ich es geschickt anstelle. Lecker. Seht ihr, jetzt habe ich mich billig bekommen. Das war nicht so, wie ich vorhatte, wohlgemerkt. Ich dachte, ich müsste noch mehr auf ihn zu. Aber die ganzen schönen Sachen gehören jetzt mir. Und da komme ich natürlich im Leben nicht durch. Runter. Ich könnte natürlich versuchen. Gut. Ich möchte aber versuchen, meine Seelen wieder zu bekommen. Das sollte mir eigentlich auch gelingen. Und dann muss ich wohl übel durch diesen, ihr wisst schon, durch diese Super-Dings durch, hä? Ach, noch eins früh. So, jetzt versuchen wir das nochmal elegant mit dem Block zu lösen. Ja, ich habe zwar geblockt. Ja, genau. Naja, ich wollte es ein bisschen anders lösen. Nicht hinterherlaufen, darum habe ich jetzt aufgehört. So. Hat doch geklappt. Weg mit dir, genau. So, und bei den Ratten dürfte eigentlich nicht schief gehen. Und dann darf ich nur nicht dieses Killerteil da zu früh auslösen. Es kommen dummerweise beide. Das könnte für Vergiftung sorgen. Ja, ich habe es geschafft. Dann noch die hier. Hallo. Wo ist sie denn? Da ist sie. So. Jo, hier geht's auch nicht sonst irgendwo raus. Manchmal übersieht man ja anhand der dunklen Grafik was. Nö. Ja, kein Wunder, dass der mich geschafft hat. Ich habe schlichtweg die Leiter nicht mehr gefunden. So, der ist ganz oben. Da wollen wir so schnell nicht hin. Da war auch nichts, gell? Das ist nur dieser Ritter, glaube ich. Also, da oben war aber dann auch irgendein... Da geht's zum Ritter. Nee, böse. Hier ist Bezirk der Untoten. Rechts liegen meine Seelen. Da ist einer. Den muss ich jetzt noch konventionell... Genau, das sollte ich ja schaffen. Ja, ich muss immer noch ein Stückchen mehr, dass ich die wirklich im Rücken fasse. Und bei dem muss ich jetzt erstmal hier rein. Damit ist meine... Na gut, das war jetzt nicht so wahnsinnig viel. Und wie... Ich glaube, der kommt jetzt angerannt. Ich weiß nur nicht, wann. Und ob da links und rechts... Das ist ja hier eine richtige Begrüßungs... Ah, ja, ja, ja. Da ist auch noch einer. Dann ist es vielleicht gut, wenn der als erstes kommt. Bis der andere angeschlappt kommt. Ja, genau, diese Geduld, die ganze Umdrehung zu machen. Oh! Und irgendwie denke ich immer, das sei dann ein One-Hit-Kill, aber das ist es gar nicht. Das ist mir schon auf der Brücke vorhin passiert. Okay, nee, komm lieber noch her. Und wenn er nämlich jetzt irgendwann mal zuschlägt, vielleicht weil ich ihn reize mit heruntergelassenem Schild, dann komme ich in seinen Rücken. Und dann schlage ich halt fünfmal zu, bis er tot ist. So. Ja, wie gesagt, der kommt irgendwann angerannt.
Fragt sich nur, wann. Oh, da hinten war auch irgendwas. Ist hier noch was? Der sieht. Jetzt können wir mal das Fernglas benutzen, oder? Um uns den mal genauer anzuschauen. Aber dann danach nicht vergessen, Herr Langer, wieder umzuschalten. Das ist alles. Bringt mir jetzt nicht so viel, aber gefährliches Vieh offensichtlich. Ich habe den besiegt. Ich weiß nicht, wie. Es ist auch kein Bossgegner. Es ist einfach was Größeres, Normales. Aber ich glaube, man kann sogar ihm ausweichen. Ja, ja. Hui. Ja, es ist so ein... Was ist denn das? Es ist so ein Eber im Prinzip. Und irgendwann... Irgendwie freut sich schon auf mich. Und irgendwas rennt hier. Ah, es kommen, glaube ich, die ganz schnell mit den großen Klingen. Wie sich's doch einprägt, gell? Ja, der hat mich gesehen. Na, dann komm ruhig mal. Ich traue dem Frieden nicht ganz. Ja, ja, ich kann mich an die Stellen erinnern. Okay, dann gehen wir an eine Stelle. Ja, das ist ein bisschen blöd. Ach komm. Gucken wir mal, ob es doch. Ich sehe sonst nichts hier. Es müsste doch eigentlich passen. Ah, das ist das Problem. Komm, 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 weg hier. Und weg mit dem Lock. Das ist das Problem. Darum muss man hier vorsichtig sein. Ich bin stolz auf mich, weil ich daran gedacht habe, das hier wieder... Naja. Wisst ihr was? Wir können natürlich auch die Brute Force Methode hier machen. Nee, nee, wir locken ihn runter. Ist allemal noch besser. Ah. Beeindruckender Move. Danke. Hat mir geholfen. So. Also, jetzt. Da sind die. Irgendwas Gefährliches gab es hier noch. Ah, guck mal, der kann ja gar nicht. Ah, jetzt hier kann er schießen auf einmal. Ah, da kann er nicht schießen. Ja, da. Da bin ich. Ja, das war jetzt dumm. Jetzt wegen meiner Y-Achse zielen sie jetzt zu tief, die kleinen Dummerchen. Da geht's durch. Okay, jetzt machen wir erstmal die beiden hier fertig. Ohne runterzufallen. Das ist jetzt die Herausforderung. Ah, und der unten läuft los, aber das dicke Vieh kommt nicht hoch. So viel weiß ich. Komm noch ein. Ich habe kein Stamina mehr, ich weiß. Darum mache ich kaum Schaden gerade. Köderschädel. Okay. Gut, den kann ich ja vielleicht sogar von oben dann... vernichten. Das ist eine bewusste Fehlnutzung der deutschen Sprache. Kommt oder kommt er nicht? Ja, er kommt. Ich dachte kurz, da kommen zwei. Ja, reg dich nicht so auf. So, komm, Stamina erholen lassen. Ganz ruhig. Sehr gut. Jetzt kümmern wir uns mal um den Großen. Ich glaube, der kommt dann auch nicht wieder. Ich bin mir auch nicht ganz sicher. Wer weiß das schon. Aber hochspringen kann der nicht. Wenn nicht, wird es jetzt eine peinliche Aktion, Freunde. So. Hä? Ich werde doch den... Es macht kein Ding. Ja, drum. Das macht ja Schaden wie verrückt. Meine Herren, kann man dem nicht in den Hintern schießen? Wow, guck mal. Okay, ich trinke mal was. Ich muss immer wieder neu drücken, dummerweise. Okay, das ist es ja irgendwie nicht. Also selbst... Ah! Selbst ich habe ja meinen Stolz. Ich glaube, dem besiegt man nicht so schnell. Ich glaube aber auch, dem soll ich nicht aus der Nähe begegnen. Irgendwas sagt mir das. Gut, hier ist wahrscheinlich eine Leiter hinten. Hinter? Ne, hier ist gar nichts hinter. Da ist nur Absturz dahinter. Aber hier ist eine Leiter. Ne, da ist auch nichts. Aber hier ist was dahinter. Irgendwo muss doch mal was dahinter sein. Verflixt nochmal. Ne, da ist auch nichts dahinter. Aber ich kann da wohl noch weiter hoch. Nö.
So, jetzt bin ich ein bisschen lost, ehrlich gesagt. Was mache ich denn jetzt? Ich kann den unmöglich besiegen. Ich sehe nicht die geringste Chance. Ich kann natürlich mal meine Brandbomben ausprobieren. Und geht's da nicht noch irgendwie weiter? Das ist, wisst ihr, dass irgendwo noch ein Eingang ist, da drunter oder so? Da geht's runter. Aber wer sagt mir, dass ich das überlebe? Niemand sagt mir das. Okay, dann gucken wir mal, was die Dinger so bringen. Nicht die Dinger. Die Dinger. Komm, du spielst mit deinem Leben, Ritter. Der Kokosnuss. So, was sagt denn eigentlich die Zeit? 25 Minuten. Immerhin ein bisschen. Und das sind schon die guten, gell? Hätte ich mir mehr kaufen sollen. Ich weiß nicht, wie ich den jedes Mal besiegen soll. Nein! Komm jetzt dran, mach ihn fertig. Der hängt gerade. Okay, jetzt weg, weg, weg. Du musst weg. Wenn der dich trifft, bist du tot. Ist dir das klar, Jörg? Ist dir das wirklich klar? Du musst jetzt auslocken. Ja, das war sehr gut. Und jetzt musst du hier weg. Ich glaube, ich habe ihn geschafft. Er ist ins Feuer gerannt. Das hat ihn geäxt. Vielleicht ist das sogar ein Trick, dass man ihn hier ins Eck reinlockt. Wow. Huch. Wie habe ich das geschafft? Okay, alles gut. Nun ist wieder alles gut. 2400 Seelen. Ja, ich komme ja nicht weiter offensichtlich. Aber ich hoffe, aber es gibt es nicht auch so schwere Nicht-Boss-Gegner, die dann weg sind? Ich hoffe sehr, dass ich den nicht jedes Mal habe. Der holt seine Freunde. Ich glaube, der holt seine Freunde. Was macht denn der? Hier geht's nicht wieder hoch, oder? Nee. Oder doch? Warte mal, was ist denn da im Eck? Der sah echt so aus, als würde er Verstärkung holen. Das gefällt mir gar nicht. Ja, und da steht auch noch einer. Und da ist noch einer. Da hat's ja... ausgebüxt, wenn ich das richtig interpretiert habe. Ja, da oben sind mehrere. Und ihr macht nichts? Naja. Weiß nicht, ob das die beste Idee ist. Na, siehste, jetzt kommst ja doch. Und wenn das jetzt nur noch einer ist, spricht doch nichts dagegen. Da jetzt. Oh, habt ihr das gesehen? Das war ja mal ein Loser hier. Der ist ja richtig, hat einen richtigen Bauchflanscher gemacht. Aber zum Glück hat er das, weil sonst hätte der mich vielleicht von hinten erwischt hier. Der kleine Aggressivling. So. Wie sie immer wegfliegen! Ach, ist das süß. So, da ist was. Wie komme ich da hin? Ach, da ist auch noch einer. Da ist ja ganz schön viel los hier. Da habe ich so gar keine Lust zu sterben. Weil ich die dann alle immer wieder besiegen muss. Und da wird man dann ungeduldig und vergisst man einen. Geheimschlüssel! Geheimschlüssel ist gut. Wo waren die letzte Tür, die nicht verschlossen war? Beim Drachen da, gell? Aber, also vor der Drachenbrücke. So, die Zeit, sie sagt, wir kommen dem Ende nahe. Von Folge 7. Aber da ist einer, da ist was. Hier sind zwei. Aber die müsste ich doch eigentlich schaffen. Das ist so eine Stelle, wo man halt nicht runterfallen sollte. Oh, der hat mich gerade mangels Stamina ziemlich erwischt gehabt sogar. Okay, da kann ich mich auch noch dran erinnern. Oder war es wieder ein anderes Dark Souls? Ach du Heilige.
Also richtig sterben kann ich doch hier nicht. Oh Gott, jetzt kommt meine Unfähigkeit am linken Analogstick zum Tragen. Wie ist das nicht? Ah, es ist ja sehr dankbar. Schaut mal, so richtig kann das eigentlich nicht funktionieren. Die Trefferbox. So. Oh, immer eine große Seele. Das gab es auch in Dark Souls 3. Ich bringe das echt nicht mehr zustande. An 2 habe ich gar keine Erinnerung mehr, aber das habe ich auch gespielt. Ganz seltsam. Natürlich auch immer wieder dieselben Versatzstücke so ein bisschen. Viele sagen ja, oh. Viele sagen ja, dass ihnen, ich hoffe mal ganz schwer, dass da nicht ein Endgegner danach, ein Bossgegner, Entschuldigung, danach kommt. Weil ich wüsste es nicht, wo ich sonst durch sollte. Und wenn doch, bin ich halt tot. Aber es wäre eigentlich zu früh schon für den nächsten Boss, oder? Das würde mir das Spiel noch nicht antun wollen. Nee, das ist kein Boss. Das ist hier die Stelle. Okay. Ja, irgendwo kam jetzt hier ein fieser neuer Gegnertyp. Also einer, der gar nicht so gefährlich aussieht. Aber ganz, ja, genau. Aber ganz flink mit seinem Schwert zuschlägt. Das machen wir ganz leise. Ich versuche es zumindest ganz leise. Bitte, bitte dreh dich nicht um. Jetzt. Ja, gerade noch. Aber der ist nicht tot, Jörg. Denk dran, er ist nicht tot. Ja, genau. Und der springt so blöd. Ja. Und der staggert. Aber jetzt habe ich dich. Noch ein. Scheiße! Und da meine 2600 Seelen wieder kriegen. Ach du Heilige. Aber so ist es nun mal. Und ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und bis zu Folge 8. Bye bye.